Jo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, und zwar zum zweiten Teil des Case Openings der 20 Shadow Cases. Heute mal mit Webcam, und zwar mit richtig scheiß Mikrofonqualität. Nein, Spaß! Mit richtig guter Mikroqualität. Aber ja, ich war bei der Friseur. Shish! 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 Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich die Kamera sonst noch so hinstellen sollte. Vielleicht hier hin. Ohne dass sie irgendwie so. So. Auf jeden Fall. He fucked up. So, auf jeden Fall öffnen wir jetzt das erste Case. Ohne lang zu schnacken. Und go, bitte was Schönes. Schön. Fängt wieder schön an. Fängt wieder gut an. Aufnahme läuft. Sehr schön. Bam. Nice. Wenigstens ein Step-Track-Skin. Sieht sogar gut aus. Ist, glaube ich, sogar was wert. In Factory New. Shit. Fängt schon mal gut an. Ich guck mal, was da schon wert ist. Meine Freunde. What is this? 6 Euro, meine Freunde. Wir haben gerade 6 Euro aus zwei Keys rausgeholt. Sheesh. Da kann ich mich nicht beklagen, ja? Weil 6 Euro nehme ich gerne. So, das nächste Case. Wieder reingeschissen. Dual Berettas. Also mit den 6 Euro, den wir aus der MP7 rausbekommen haben, sind jetzt die drei Cases weg. Und wir fangen wieder bei 0 an. Alles klar. Und es wird eine Statrix Gumbria. Auch nicht schlecht. Auch ein bisschen mehr wert als die normale. Ich glaube, die ist ungefähr 1 Euro wert, wenn die. Okay, die ist nichts wert. Alles klar. Scheiße. So. Und es wird ein normales Kamera, muss natürlich auch sein. Alles klar. Und heute sind auch die Trade-Ups drin. Und ja, mal gucken, ob wir heute noch ein paar schöne Skins rauskriegen, die wir trade-uppen können. Die Citric Farmers nehme ich. Alles klar. Bitte sehen nicht verranzt aus. Die sieht nicht verranzt aus. Also ich glaube, die ist viel getestet, aber die will ich nehmen. Jo, die nehme ich. Nice. Nice. So, nächster Skin, nächstes Glück. He fucked up. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Nachricht von Propan. Ja, die SSG würde ich gerne haben. Ja, gut. Ja, okay, die Glock muss natürlich auch sein. Nee, ist klar. Die Glock muss natürlich auch rein. So, haben wir zum Glück noch ein paar Kisten. So. Und es wird eine Wingshot. Nice. Endlich die P250, die ich haben wollte. Hoffentlich in einer guten Condition. Weil bei der weiß man einfach nie, was es für ein Battlescat. Aber ich finde, in Factory New sieht die so richtig hell aus, und wenn die so ein bisschen dunkler ist in Battlescat, finde ich, sieht die richtig geil aus. Also in Battlescat finde ich die geiler als in Factory New. Also das ist wirklich der einzige oder einer von zwei Skins. Ich glaube, das ist noch bei der Tech9 irgendeiner war es, da wo die normalen Köpfe zu Totenköpfen wurden von Factory New, da sind die Köpfe, und bei Battlescat sind da so Totenköpfe, die sich sozusagen umwandeln. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie die Tech9 hieß. Tech9s Shades oder so, keine Ahnung. Oder Deaths oder Skulls. Oh, ganz viele Blue Skins ziehen vorbei. Ja. Ich komme gleich. So, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Kisten. Ich glaube, 10 oder so waren es noch. So. Und es wird eine neue Ebola. Nice.
Nice. Hoffentlich diesmal in einer besseren Condition. Diesmal sehe ich relativ wenige Kratzer oder bis jetzt keinen einzigen Kratzer gesehen. Und was wird es? Field tested, nice. Die behalte ich. Und jetzt fängt einfach mal meine Mutter an zu saugen. Direkt neben mir. Alles klar. Vielleicht bringt es ja Glück. He fucked up. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Okay, sie hat aufgehört. Also, ich kann mich jetzt bis jetzt bei dem Case Opening nicht beklagen. Ja, ich nehme auch gerade nicht auf oder so, ne? Nee. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Oh, da fängt sie schon wieder an zu staubsaugen. Alles klar. Und es wird wieder ein Scar. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Wir sehen uns nach einem kurzen Cut, wenn das Staubsaugen aufgehört hat. So, nach dem kurzen Cut, nach dem Staubsaugen, hat sich endlich gedacht, nee, kein Bock mehr, erstmal was waschen gehen. Und zu der Profin ist zugeschaltet. Der hat mich hierher gezaubert. Ja, weißt du. Und ja, ich habe jetzt noch 6 Cases. 21 Cases. You stupid. No, not. What's 9 plus 10? 21. You stupid. Und danach Trade-Ups oder was? Jo. Danach zu Trade-Ups zu Liedernen. Okay. Ich hoffe, du this hast moment Glück. He fucked up. Alter. Oh Mann. No, ich glaube, dass der 5. Vorletzte Case. Und es wird. Alles klar, eine Green Marine. Ey, du hast schon 3 in der Folge, Alter. Die sieht so hässlich aus. In Factory finde ich, die sieht gar nicht so scheiße aus. Ja, aber das Skin an sich meine ich. Ja, das Skin an sich sieht scheiße aus, aber ich brauche halt einen Scar-Skin, also deshalb nehme ich. Ja, du hast aber schon 5, 6 Stück. Ja, deshalb nehme ich ja eine und alle anderen ballere ich in den Trade ab. Oh, schon wieder eine P250 Wingshot. Nice! Die ist. Gute Qualität. Boah, die ist heller, ich glaube, die ist field tested oder so. Nein, die ist nicht. Minimal Wear. Aber ich finde irgendwie die Battle Scared, wo sie so richtig dunkel ist, sieht irgendwie am geilsten aus. Ja, die sieht irgendwie krass aus. Also ich guck mal, also ich mal gucken, ob ich die da so reinballern werde. Aber eine Statric Farmers bockt. Ja, ich habe jetzt die Farmers in Statric bekommen, viel tested. Ja, ich weiß. ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich die Minimalware irgendwann in den Trade-Up reinpacke oder nicht. Und ich habe eine gerade gezogen, eine Statric MP7 Special Delivery in Factory New, die ist 6 Euro wert. Okay. Ja, wusste ich gar nicht, dass so ein Kackskin so viel wert ist. Profit. Profit, erstmal verkaufen gehen. So, ich hab noch. Alter, übersteuert dein Handy-Mikro. So, noch 4 Cases. Das ist nicht mein Handy-Mikro. Nicht? Oh, 2 Pinke sind vorbeigeflogen. Das ist mein normales Mikro, aber das ist wegen Skype. Und es wird eine Galide. Oh, Einsatz erprobt. Da stand gerade minimal. Ach so, wegen der P250 wahrscheinlich. Ja, das ist so ein Bug, wenn du drüber gehst, dann ziehst du da erstmal. Oh, warte das mal, wie viele Lilan habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genug. Insgesamt. Ja. Also ohne die Stat-Track 7. Vielleicht kann ich noch einen zu einer Pinken machen. Ja, und eine AK wäre fresh. Also wenn ich aus den nächsten 3 Kisten jetzt so eine Lilane ziehen würde, wäre richtig nice. Hast noch, wie viele hast du? 3 Cases habe ich noch. Also oh, eine Stat-Track AK ist vorbeigeflogen! It was at this moment that Nathan knew. He fucked. Nehm, ey, Junge, eine Farmers krieg ich, ne? Links ist eine Wingshot, rechts ist eine Stat-Track Ebola, Alter. Ey, du hast die Kampfspuren. Ja, ey. Das sieht so. Nein, hässlich. Das ist Battlescard. Ja, Kampfspuren. Nee, bei mir steht Kampfspuren. So, Kampfspuren okay. Ist. Boah, Alter, ist die. Alter, die sieht ja richtig vergewaltigt aus. Ja, halt, Kampfspuren ist Battlescard. Ja, ja. Das ist mir gerade auch so aufgefallen. Das ist Kampfspuren, ne? Okay, noch 2 Kisten, Alter.
Hä, noch zwei Kissen? Zwei Kisten, nein, ich dachte, zwei pinke nebeneinander waren. Jo, jo, da sind einfach 30 Grad 20 nebeneinander, Alter. Dein Ernst? Ich kenne das. Und ich, dafür habe ich die Infektion New House bekommen. Ne, New House. Alles klar. So, letztes Case, Alter. Die Stepjack AK kommt jetzt. Pass auf. Oh, wahrscheinlich. Okay. Ey, fick dich, Game, Alter. Ey, wie viel in dieser Folge aus 20 Kisten habe ich wieder 5K20 rausbekommen, Alter. What the fuck? Nein, du hast. Und die sieht so richtig hässlich aus. In viel testet man. Junge, Kampfspur, ne? Da denkst du dir, das wäre ein normaler SK20-Skin ohne Skin. Hä? Hä, das hat sich jetzt komisch angehört. Okay. Normaler SK20-Skin ohne Skin. So, wo ist jetzt die beste SK, wo ich hab viel testet? Minimal. Die beste SK, wo ich hab viel testet. Alter Junge, ich hab 9 SK20 aus 40 Cases, Mann. Kannst du dir das vorstellen? Eine G3, SG1 hast du auch noch. Kannst du dir das vorstellen, Alter? Ja, ich sehe es gerade überall im Inventar auf einmal. Score. Die MG Cobalt Core, glaube ich, eine behalte ich mir. Die Infection, obwohl die so richtig scheiße aussieht. Hm? Dann baller ich die mal. Max 7 meinst du? Er sagt MG. Viel testet rein und mal gucken, was dann rauskommt. Ich hoffe mal auf eine Mini-Royale, das ist ja so richtig nice. Alles klar. Und es wird eine Ebola in Minimalware. Ja. Echt? Nein, viel Test. Fick dich. Echt? What? So, dann habe ich noch Duels. Da musst du mir eine auf jeden Fall noch geben. Dann ich habe jetzt drei Ebolas, Alter. Boah, wie kannst du das rücken? Okay. Max 7 rein. Sicher? Ah, okay, du hast 3. 2. So, das kommt rein. Eine Pizza 50 Wingshot. Ich glaube, ein Minimalware müsste das sein. Oder? Und die wird viel getestet. Alles klar. Alles klar. Kann ich noch ein Trade-Up machen? Nein. Use Trade-Up? Doch, genau, kommt hin, aber dann müsste ich noch eine MP9 Deadly Poison und eine M41S Blood Tiger. Alles klar, tschüss. Ja. Ich guck Hauen mal, ob rein, ne? Geh mal ins Team online. Ich will noch mal gucken, wie viel ich noch reinballern müsste, theoretisch. Geh mal kurz ins Team online. Okay, ich müsste noch 3 Lila zuballern, damit ich zu einer pinken Trade-Up machen könnte. Ich denke mal, das mache ich noch gleich. Ich habe noch 2 Euro auf Steam. Ja? Ja. Krass. Oder, nee, warte, ich hole mir noch eine. Noch 1-2 blaue, weil dann kann ich wieder ein Trade-Up zu den Lilan machen. Dann kaufe ich mir nur noch 2 Lilan. Ne? Auf jeden Fall sehen wir uns gleich nach dem Cut wieder und bis gleich. It was at this moment that Nathan knew. He fucked. At this moment he knew. Broken fucked up. So, willkommen zurück zum letzten Teil der. Okay. Keine Ahnung, was das gerade war. Auf jeden Fall zum letzten Teil der Trade-Ups und ja, wir hoffen jetzt natürlich auf eine AK Misty, AK Frontside Misty. So habe ich jetzt hier 3 MP7 Special Deliveries in Factory New geholt. Dann habe ich hier noch einen Minimalware und ja, dann habe ich hier noch eine P250 Wingshot Minimalware, die werde ich hier reinballern. Und habe ich hier noch irgendwas Schönes? Ne, ich glaube nicht. Alles andere ist, glaube ich, viel testet. Und zwar 2 Galibels werde ich reinballern. Dann werde ich 2 Ebolas reinballern. Die werde ich gleich reinballern. Die Battlescard habe ich mir gedacht, die behältst du einfach, weil die sieht einfach irgendwie für mich am geilsten aus. Obwohl die hier, wie mir gerade auffällt, einen kleinen Kratzer hat. Aber ich finde die Battlescard irgendwie geiler als die in Field Tested. Ich kann ja mal beide inspecten. Mal sehen, beide haben. Das hat hier auch zwar den Kratzer hier, deshalb finde ich die dunkler irgendwie cooler. Und zwar packe ich hier die auch mal in Field Tested rein. Und die Battle Scared behalte ich. Eine Galil werde ich behalten. Und ja, die 2 Ebolas. Einmal nochmal die in Field Tested, eine in Well Worn. Und ja, natürlich hoffen wir, dass uns Gaben eine AK 47 Frontside Misty gibt. Das ist doch das Mindeste. Das Geilste wäre natürlich, wenn wir die in Mini-Aware
oder sogar auch ein Field-Testing bekommen würden. Das wäre richtig, richtig cool. Da hätten wir aus dem Case-Opening richtig schön viel Geld gemacht. Das wäre richtig, richtig cool. Aber ich würde auch mit einer SG Big Iron zufrieden sein. Auch wenn die zum Beispiel in Minimal Wear oder Faction New ist, wäre das auf jeden Fall auch richtig, richtig geil. Und ja, wir hoffen einfach mal aufs Beste. Was natürlich auch rauskommen könnte, ist eine Flux, die wir schon haben. Aber die möchten wir ja nicht nochmal kriegen. Deshalb machen wir hier unser Prozedere, wie immer. Dann hier nochmal. Dann zack. 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 So, übrigens, ich nehme gerade im Dunkeln auf, weil hätte ich jetzt meine Facecam angemacht, mein Bildschirmlicht strahlt mich gerade, würde ich mein normales Licht anmachen, dann würde das hier alles gelb beleuchtet, dann wäre ich sowieso ein Engel. Und ja, wir klicken einfach mal auf Submit und hoffen einfach mal, dass wir eine AK-47 Frontside Misty rausbekommen in einer sehr, sehr guten Condition. Das wäre richtig, richtig cool. Wir hören zu und es wird, glaube ich, nicht. Nee, es wird die SSG Big Iron. Sieht mir nach Field Desert aus. Nee, Minimal Wear sogar. Okay, alles klar. Sehr, sehr cool. Werde ich mir auf jeden Fall mal ausrüsten. Sieht richtig cool aus, finde ich. Zack, Replace. Dann werde ich mir noch das hier replacen. Werde ich mir die hier, werde ich dann wahrscheinlich wieder verkaufen oder behalten, weiß ich nicht. Vielleicht behalte ich die mir auch. Ja, die werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Die Skumbria werde ich definitiv verkaufen. Die Gali werde ich mir reinpacken. Und ja, das ist das, was aus 40 Cases rausgekommen ist. Eine Minimal Wear SSG 08 Big Iron. Eine Ebola in Field Tested. Dann noch eine P250 Wingshot. Sehr, sehr cool. Dann eine Statric Farmers. Eine Statric Skumbria. Eine Flux. Eine Skarmarine in Factory New. Eine Rangine Factory New. Nochmal eine. Nee. Eine Gali Field Tested, eine Cobalt Factory New und Dual Berettas in Factory New. Oder ne, das waren die in Minimal Wear, ne? Jo, und zwar ja. Wenn euch das gefallen hat, das Video war, glaube ich, jetzt so knapp 20 Minuten lang oder so. Oder noch mehr. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, mal runter zu cutten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Hauen Sie rein, Leute. Ich denke mal, morgen kommt das Grafikvideo. Video halt. So ein kleiner Spoiler halt, weil ich mir eine neue Grafikkarte holen werde. Und ja, werde ich erstmal ab nach Bochum fahren und mir die Grafikkarte holen. Also morgen, ich nehme das gerade am Montag auf und am Dienstag fahre ich hin und am Mittwoch lade ich dann erstmal das Video hoch und dann so gegen Freitag oder Samstag werde ich dann wahrscheinlich die Grafikkarte abholen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Laut rein und ciao, ciao.